Hallo Leute, willkommen zu einer Folge Let's Plays Might. Wir gucken heute mal dieses neue Adventure rein. Ja, ich weiß gar nicht, was mich hier erwartet. Es war einfach da. Ich habe mich da gar nicht informiert. So, Mikro, ich muss mich kurz richtig hinstellen. Weg da an den Button. Nachher mache ich Sachen kaputt. Naja. Mal gucken, was mich hier erwartet. Ich war mal kurz hier für so eine Flasche gerade liegen und mein kaputtes Handy. Und was jetzt gerade runtergefallen ist. Oh Gott. Sorry, Handy. Hoffentlich lebst du noch. Ach ja. So Mist aber auch. Dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach mal Auge gepickt. Ich weiß nicht mehr, ob das gut oder schlecht ist. Na? Kukulkan kämpft um seine Freiheit. Okay. Das ist ja interessant. Nimm die verabschiedeten Felsbrocken in Acht. Okay, in Abgründen. Was soll ich mir darunter vorstellen? Dann mal schauen. Know your enemy. Know yourself. And victory will be assured. Sieht ja interessant aus. Sowas hier oder was? Okay. Okay. LOL! Was? Ich will nichts sagen, aber sieht ja eigentlich schon ziemlich cool aus. Warum ist Kuku? Wenn das ist auch Kuku da, ne? Das Dunkle erinnert mich irgendwie an diese alte Arena-Map. Ah, gut. Bin mal gespannt. Ich meine, es ist ein Adventure, aber mal gespannt, was hier passiert. Wir sollen es ja vor Facebook in Acht nehmen, aber so ziemlich sehe ich nichts, was irgendwie damit was zu tun haben sollte. Ah, ich habe keinen Mana mehr. So, ich bin ein bisschen unkonzentriert, meine erste Runde today. Yo, sieht das sick aus. Irgendwie sieht es dunkel. Sieht mega nice aus. Jetzt verstehe ich auch, warum der eine hier Ching Chang gepickt hat. Weil wenn man runterfällt, Insta-Death. Okay, verstehe ich. Ich muss ja erstmal durchblicken, ey. Ihr wisst, was unsere Circuit davor hat? Wie habe ich das gemacht? Also manchmal bin ich so gut, dass ich gar nicht mehr weiß, wie gut ich eigentlich bin. Das ist mega nice. Wir haben schon den Kill gemacht. Aber wir haben meinen Death am Anfang runtergeflogen, runtergesprungen sind, ne? Wie habe ich das gemacht? Ich habe einen Kill aus nichts bekommen. Bye bye. You have
Hallo. You have been weighed, you have been measured, and you have been found wanting. Save your allies, you're our only hope. A dragon. Aber schön oben bei Kuku zu sein. Ich sehe ja schon ein, so Götter wie Ting Tiang scheinen doch ziemlich schlau zu sein. Was macht Zirke da die ganze Zeit? Da versteht die ganze immer eigentlich an sich ein normales Arena-Game. Hat ja das letzte Fenster mehr Sinn gehabt. Okay, verstehe. Ich gäbe es auch nicht ohne. Die recken uns, Leute. Ah! Aber passiert jetzt hier noch irgendetwas? Irgendwas Besonderes? Macht um Geräusche? Ah! Der hat was an mir geschmissen! Habt ihr das gesehen? Ansonsten ist quasi ein normales Arena-Game mit Löchern. Okay. Ah, ich verstehe jetzt den Sinn von Circuit, wenn da irgendwer jetzt am Rand steht, ultet so und schmeißt ihn raus. Okay. Ah, Circuit ist so ein schlauer Pick. Aber die ist nicht besonders gut mit Circuit. Hat Gap Soul Reaver? Alles klar. Gap, bitte beruhigen Sie sich. Aber ohne Scheiß, das ist jetzt einfach nur mit. Das Adventure ist einfach nur Löcher und Kuku schmeißt ab und zu was auf uns, ne? Das ist ja mega nice. Ah. An enemy has been destroyed. I'm the greatest. Okay. Yes. Impressive. Ah, das Ding gibt's auch noch. Aber es ist echt wie normales Arena. Aber schwer zu sagen, ob es jetzt. Ja, wahrscheinlich gibt es hier wieder eine neue Meta an Göttern, die man picken soll, ne? Also ich sehe den Sinn hinter Arnur. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, ob. Macht der Drache noch irgendwas da oben? Aber es sieht schon sick aus. Hi, Gap. Ally
Okay, Gap ist nice, Alter. Oh oh. Da wurde ich zu schnell aufgedeckt. Ups. Da hat mich irgendwas getroffen, was ich nicht. Ich wollte eigentlich nicht getroffen werden. Nee, Ig ist, glaube ich nicht. Ich glaube, dass mir Beats hier mehr helfen werden. Aber Gap ist mega funny, glauben dem Modus. Nehme ich mir mal. Oder du? Okay, ich bin so ein Profi. Okay, Gap. Danke, dass du mich wegschmeißt. Also ich bin so schlecht gerade. Es ist unglaublich. Aber allererstes weg. Da zieht Yang so voll cool an, ist auch klappe. Gut, Tür vielleicht. Tür kann ja auch die 1 abbrechen. Und die Circuit macht ganz komische Sachen, die kein Schwein versteht. Slammt immer noch VEG, VEG. Boah, immer noch VEG, ey. Was glaubt ihr, wer die ist? Siegfried heißt er. Der gute alte Siegfried. LOL! Was ist das? Hat Kuku gerade ein Häufchen gemacht oder was? Wir leben noch. Unglaublich. Ach, fuck. Hätte ich auch einfach weggehen können, aber ich wollte ihn haben. Versteht schon. Alles für die Fans. Bei dem Modus verstehe ich noch nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, der Modus ist einfach zu simpel. Das ist doch kein Adventure, das ist quasi wie ein Daily Match. In meinen Augen. Nur ich bin drin! Hab Kuku Hallo gesagt. Das war doch ganz schön. A deadly tool for deadly burn. Oops.
Wir sind mit 50 Punkten. Warum? Kriegt man hier noch irgendwie anders Punkte? Ja, mit Cap will ich mich eigentlich nicht so anlegen. Aber mit denen, die da gerade rauskommen, ja, doch, ja. Lol! Hier ist der Weg versperrt. Ach, schade. Ah, alle sind links. Oh oh. Fuck. AT gibt's hier auch ganz normal, cool. Na, immerhin geht's zurück in Tanky. Mit 16-6 stehen wir eigentlich ganz gut, denke ich. Aber es ist an sich ein normales Arena-Spiel, wie gesagt. Ah, die Mucke ist krass cool. Ah, die Mucke gefällt mir sehr gut sogar. Wäre cool, wenn Kuku noch ins Finale da rauskommt. Ah, hat ziemlich gekrittet. Wetten wir das Ganze mal auf, weil er weiß, was nach den 5 Punkten noch kommt. Vielleicht kommt ja gar nichts. Okay, also ein normales Arena-Spiel. Echt nice Adventure. Also wieder Kuku ist jetzt frei. Gut. Passiert jetzt noch was? Ja, Sieg. Ah, okay. Okay, was haben wir denn da? Oh, wir können Sachen gewinnen. Oh, wir sind schon im vielen vom Besitz. Okay. Verstehe ich nicht. Ich habe jetzt drauf gedrückt. Hä? Wo sehe ich, wie viel ich insgesamt habe? Okay, wenn ich hier von aller habe, dann kriege ich diese coole Chest hier. Okay. Das ist ja easy. Öffnen wir noch kurz die Kiste hier. Boah, geiles Avatar-Bild. So. Tschüss, 3 neue Rookie. Das war eine Runde Adventure. Ich glaube, das brauche ich nicht weiter zeigen, außer es gibt was Neues. Aber im Groben und Ganzen war das ja alles. Jawohl. Dann hau rein.